Bikini Bottom. Bikini Bottom Mafia. An wen erinnert dich das? Ja, SpongeBoss. SpongeBoss. Sponge. Es ist Juri. Sponge. Es ist Juri. Favela, irgendwie so ging das. Nee, es ist Juri. Ich glaube, ich weiß. Warte, ich glaube, da hat er bei Dings mitgemacht. Bei? Bei diesem ganzen, wie hieß es nochmal, J? Ja, ja. Ich glaube, damals, als der was rausgebracht hat, hast du es mir gezeigt. Krass. Deswegen kann kommt sein. Mir der Name bekannt kann vor. Sein. Kann sein, kann sein, kann sein. Jedenfalls, aber Juri ist noch viel, viel länger am Start. Okay. Der ist schon alt, so alt, dass er ihn kennt und dass er bei ihm auch eine Akzeptanz hat. Echt? Ja, wirklich, ja. Ja. Und, jetzt kommt's nochmal, weil Juri hatten wir bis jetzt noch nicht und ich möchte kurz was zu dem sagen. Juri ist halb Russe, halb Afghane. Und ich finde diese Kombination, schon, ne? Ich finde die Mischung gut, weil diese beiden Länder hatten in der Vergangenheit 1979 Krieg. Yeah. Die hatten Krieg. Und dass man sowas, also dass Familien sich trotzdem zusammenfinden, finde ich schön. Finde ich echt gut und wollte ich schon mal gesagt haben. Sowas habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Eine interessante Mischung. Und den Bros wieder back. Ich weiß, die BBM-Fans wollen eigentlich San Diego gerade. Aber glaubt mir, gute Produkte brauchen ihre Zeit, das sollte man nicht stressen. Und deswegen wollen wir uns erstmal Juri geben und schauen, was der Bro uns abliefert. Der Typ hat es nämlich drauf, wissen wir alle. Und auf was reagieren wir? Drug Dealer Dream. Drug Dealer Stream. Megan Mason, John. John, die Ravenas. Wir sind die Ravenas. Orkanji. Der macht viele Videos, der Bro. Macht er gut. Waldorf. Waldorf Astoria. Nicht Waldorf. Sorry. Waldorfschule. Okay, ich muss kurz Stopp drücken, damit ich jetzt Pause lange laufen. Was ist ein Dobermann? Ja. Schöner Hund. Auf jeden Fall, ich glaube, das Model ist auf jeden Fall Russin. So sieht die auch aus, ja, oder? Ja, ein bisschen, ja. Von Stadtdosen, ja. Glaube ich. Ja, ja, hat diese Russen-Vibes. Go. Das ist vielleicht der Pilzmantel. Okay, das kommt auf jeden Fall geil schon mal rein. Ja. Ich FC BBM, guck, wir sind Partners in Crime. Sprech nicht mit der Presse, weil ich mich mit Zlatan vergleich. Lamborghini Urus, ich bin ein Trophäenjäger. Jeder weiß, Periclas oder Mapiqué-Träger. Oh shit, das war auch wieder so ein Reim, den ich nicht vorgeahnt habe. Ja, gefällt mir sehr. Stimmt. Und das Video ist schon mal geile Schwarz-Weiß-Look. Feier ich auch. Das hat diese alten Hexenmeister-Dings. Der hat auch nämlich auf Schwarz-Weiß gemacht. Bitte nenn den nicht so. Ich will das nicht. Schock. Auf der Jagd bei Nacht mit dem Raubtier instinkt. Du bist gehandicapt, weil mein Team Haushoch gewinnt. Gestern noch ein Niemand, heute sind es Better Days. Zwei Goldketten unterm Schriftzug von Emirates. Letzter Treffer ist entscheidend, Attitüde Golden Goal. Stimme ist verraucht, lasse Money regnen, Rock'n'Roll. Augen sind verballert durch das Prometazin. Neureicher Russe, Oligarchie. Ah, das war geil. Krass. Neureicher Russe, Oligarchie. Krass. Was ist eine Oligarchie? Oligarchie ist die Herrschaft einiger weniger. Nee. Doch. Oh, ich hab keine Ahnung. Nee, ich kenn der Reichen, glaube ich. Oder war Oligarchie, war der wenigen? Oder Oli. Nee. Oli. Oli sind viele, oder? Oder wenige? Ich weiß nicht, gibt es auch in der Wirtschaft Oli-Pol? Nein, nee, weiß. Oligarchie war die Herrschaft einiger weniger oder einer der Reichen? Was passiert? Okay. Nix, chill. Hat der manchmal so Aussetzer? Ja. Sind wir einfach Rebellen oder genauso. Ich glaube, einer der wenigen war es. Okay. Egal, go. Fick die Juice, meine Fresse im Panini-Heft. Keine weiße Weste, doch ich komm in Santorini-Dress. Ich bin John Gotti, du bleibst Johnny Fontaine. Rechtmäßiger Thron habe, so wie John Schnee. Oh, ich liebe Game of Thrones-Lines. Schön. Aber nochmal zurückzukommen auf die, was du gesagt hast, so diese unerwarteten Reime, voll oft bei denen. Ja, ja. Das ich mag so lange Sätze und dann am Ende kommt der Reim. Es sind auch Nomenreime, die er drauf hat. Er hat diesen alten... Er hat diesen Rap-Style der frühen 2010er Jahre. Mm. Also wie die Straßenrapper ihn hatten damals. Technik-Straßenrapper. Das ist es, was Juri übelst drauf hat. Neuer Benz vor der Einfahrt. Mach mit Mafia Cream. Schnelles Geld für die Heimat. Schwemm und Amphetamin. Hand in Hand mit dem Teufel. Lass ihn nach, kann man ziehen. Präsident ist das Armband. Brat an Brat, Dealer Stream. Okay, Eindruck zum Refrain. Hat mich nicht so überzeugt. Mich auch noch nicht so ganz. Mich auch noch nicht so. Aber ich mochte die Parts Wagen, mehr. Unglaublich schöner Wagen. Wow. Das hat so einen alten Mafia. Das ist wirklich krass. Mega krass. Ey, meine Frage. Ich lasse Sterne drehen, wie die Reifen. Aber kann der eigentlich beide Sprachen sprechen?
Mit den. Ich glaube, der kann die. Ich glaube, dieses Afghanisch kann er nicht so. Mhm. Aber Russisch kann er, glaube ich. Oder andersrum. Irgendwie war das so. Habe ich schon mal ein Interview von ihm gesehen. Sie kommen nicht klar auf meinen Habitus, Champions League Niveau, ihr spielt nicht in meinem Radius, Aura Kugel sicher Diamantenbaguettes. Ich glaub nur an Gott, niemals an das Gesetz. Fördere die Staatskasse, überschreite Tempolimits, fahr Spritzer Creed, ich will meinen Fall zur Geltung bringen. Augen immer offen, money never sleeps, Karim Benzema, Taktik offensiv. Was? Money was? Karim Benzema, Taktik offensiv. Ja, der Money oder Money oder Ma. Ah. Hm. Böse Ambition wie dieser Margin Vegeta. Stiche auf dein Testo-Body nachts im Favela. Zwei Kaffee Sneaker, ich zahl Resell-Preise. Kleine blonde Bitch wie Tony M. Michelle Pfeiffer. Wie? Wer war das nochmal? Michelle Pfeiffer. Oh mein Gott, warte mal. Ah, egal, scheiße, ich hatte mal eine in der Klasse, die ich Ich hatte sogar auch eine Pfeiffer in der Klasse. Ich hab ne Lehrerin, der ist Pfeiffer. Ganz viele Pfeiffers, hört mal auf damit. Hattest du das Vater Frau Pfeiffer genannt? Nein, Frau Geiger. Ach, Frau Geiger. Stimmt. Frau Pfeiffer war mal. Kommt irgendwann mal die Story. Wir gehen weiter. Sukasat knies mit dem Palituch im Face wie die Mujahideen. Ey, der sagt hier wichtige Sachen. Okay. Sukasat knies mit dem Palituch im Face wie die Mujahideen. Kaufe Mama nur Chanel, denn der Teufel trägt Prada. Armband Präsident Rolex 90er Jahrgang. Boah, das war geil. Teufel trägt Prada 90er Jahrgang. Sehr schöner Reim. Wow. Neuer Benz vor der Einfahrt. Mach mit Mafia Cream. Schnelles Geld für die Heimat. Schwermut am Vitamin. Hand in Hand mit dem Teufel. Lass ihn nach, kann man ziehen. Präsident ist das Armband. Brot am Drug, die das streamt. Was meint der? Ist es der? Nee, das ist Juri. Nein, das... Es ist Juri. Das ist doch nicht Juri. Nicht Juri, sorry, Sensor. Okay, ich war immer so, das ist Sensor, das ist der andere. Ja. Nehm ich mal anders, Sensor ist, der sieht so aus. Da links war der Mann. Links war mein Lieblingsgroßfamilienführer. Warte. Links. Der hat doch aus Versehen ein Bild von Dings San Diego gedroppt. Echt? Wo man den sieht. Echt? Ja, aus Versehen einfach. Der hat gelöscht, stimmt, gell? Ja, der so, tut mir so leid. Ah, den mag ich. Der ist so sympathisch. Guck ihn dir an. Also, den mag ich wirklich. Auf Bild, der sieht so sympathisch. Nee, hör mal Interview. Ja, schwarz-weiß muss man ein bisschen Farbe haben. Ja, dann sieht's wieder sympathisch aus. So süß. Er ist mein Lieblingsgroßfamilienboss. Bratanz aus Favelas. Lustige Aussage. Also stabil. Ja? Stabil, das Ding. Ich glaube, das war auch auf Spotify bei der Deutschrap brandneu, das ist relativ weit oben. Oh, schön. Freut mich für Juri, freut mich wirklich. Deutschrap brandneu. Und dass die das mit BBM durchziehen, finde ich krass. Das heißt Bikini Bottom Mafia. Also mal. Oh, ich weiß nicht, das ist für mich so ein ganz, ganz. Für ihn ist es so ein Cringe. Harter Zwiespalt. Ja, für mich ist es harter Cringe. Also, aber dieses Ding. Er ist halt nicht schlecht, er ist halt wirklich gut. Nein. Und ich mag den, seine Attitüde, deswegen, das ist für mich so ein ganz schmaler Grat zwischen dieser Cringe von Bikini Bottom und... Ja, aber diese Bikini Bottom Mafia hat eine unglaubliche Supporterschaft. Ja, glaube ich dir gerne. So viele sagen, BBM ist die Gang. So viele im Internet. Es hat halt so ein bisschen Geschichte noch damit. Egal, scheiß drauf, Leute, das war die Reaction zu... Dealer's Dream. Yes. DDD. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ewa. Ciao, ciao. Assalamu alaikum.